Herzlich willkommen, lieber Löwe, hier auf Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass du jetzt hier dazugeschaltet hast. Wir wollen uns deine Geschichte anschauen, in Bezug auf Liebe im Jahr 2021. Für alle, die neu zugestoßen sind und die meine Orakel noch nie gesehen haben, solltet ihr wissen, dass ich immer zuerst mir die Energien anschaue, das heißt ein kleines Channeling mache und erst darauf basierend zu den Karten übergehe. Die Karten verhelfen uns quasi, die Geschichte zu vervollständigen, aber die Hauptbotschaft kommt eigentlich aus dem Channeling. Und dieses Channeling war sehr großartig, aber auch sehr spirituell. Und zwar, ich habe mich, während ich mich verbunden habe, habe ich erstmal dein höheres Ich erreicht, wo es sehr hell war. Es war sehr angenehm, es war sehr entspannt, es war erleuchtend. Ja? Das ist der Weg, den du auch durchgehen wirst in diesem Jahr. Das heißt, du wirst dich immer mehr verbinden und immer mehr Botschaften werden dich erreichen und der Sinn des Ganzen immer mehr bei dir ankommt. Irgendwann habe ich aber die Ebene deines höheren Ich verlassen und bin nochmal höher gegangen, wo du dich komplett über das Irdische erhoben hast. Du hast den Blick fürs Ganze verlassen und gleichzeitig aber auch die Bühne hast du verlassen. Du als Löwe bist natürlich der Anführer, du bist ja, bühnentauglich, du brauchst die Sonne, du brauchst die Beleuchtung, du brauchst die Aufmerksamkeit und das soll jetzt absolut nicht wertend sein. Das sind einfach Eigenschaften, die dir zugeschrieben werden und die dich irgendwo reizen. Natürlich ist das auch ein bisschen ein Thema des Ego-Streichelns, des Ego-Aufbaus. Auch mit Sicherheit durch die Umstände, die wir aktuell im Außen haben, ist das ein Thema, was bei dir zusätzlich, sage ich mal, dir die Bühne nimmt und die Aufmerksamkeit nimmt. Ja? Du wirst dich aber über das Ganze hinaus erheben. Das letzte Bild, was ich wahrgenommen habe, war, dass du auf jemanden zugegangen bist, der dir gleich war, der aber schon dort ist, wo du gerade ankommst. Du bist hinzugekommen, du hast dich dazugelegt und du hast keine Bühne gebraucht. Das Thema Begleitung war das Thema. Es war nicht das Erobern, es war nicht das Gelten, es war nicht ich bin, sondern es war, wir begleiten uns auf dem gemeinsamen Weg. Es war, du hast auf mich einen gezähmten Eindruck gemacht und gleichzeitig so großartig gewachsen, so großartig bei dir angekommen, mit den Energien verbunden. Du hast dieses Bühnenlicht nicht mehr gebraucht. Und trotzdem wusstest du ganz genau, wo dein Platz ist. Und du hast dich total angekommen gefühlt. Also es war eigentlich wunderschön, aber ich glaube, der Weg dahin wird ein wenig dich verändern. Es wird eine Energie sein, die dein Wesen verändert. Also die Menschen, die dich über das Jahr nicht begleiten, die werden es nicht verstehen, was mit dir passiert ist. Die werden dich nicht neu erkennen. Okay? Gut, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns jetzt mal die herausfordernden Energien, die wir jetzt in diesem Jahr für dich haben.
So, welche Energien begleiten die Löwen in der Liebe? Welche Herausforderungen werden den Löwen gestellt im Jahr 2021? Nur nochmal, wir schauen uns hier die Geschichte, die sich quasi aufbauen, wenn da habe ich schon Broken Heart. Genau, wir werden uns hier die Geschichten anschauen und in der Folgenvideo auf Vimeo kannst du dir das Ganze Monat für Monat anschauen, ja? Wir werden uns mit diesen Karten die Energien und die Geschichte Monat für Monat auf der Seite des Gegenübers anschauen. Mit diesen Karten werde ich mir dann die Energien für dich anschauen und hier in der Mitte werden noch die Karten der Heiligen Acht verwendet, inklusive Lenormand-Karten, wo wir uns Monat für Monat die Geschichte, die sich um deine Beziehung auswirkt, anschauen. Das heißt, das, was bei dir los ist, das, was bei dir los ist, bei deinem Gegenüber, was macht das innerhalb der Beziehung? Ja, weil das ist immer noch getrennt. Ja, manchmal tauscht man sich nicht aus, dann weiß man ja nicht, dann macht sie so ein Kuddelmuddel. Ja, genau. Aber wenn du das dann quasi in Zukunft weißt, dass so ein Kuddelmuddel ist, dann kannst du immer nachschauen. Ach so, was macht denn mein Gegenüber gerade durch? Denn ich verstehe meine Bewegungsgrund, aber ich weiß gerade nicht, was auf der Seite des anderen gerade passiert, okay, worüber man vielleicht mal gerade nicht spricht. So, also das wird dann quasi Monat für Monat ausklamüst für dich, damit du Bescheid weißt, wann es die Höhen, wann es die Tiefen gibt, okay? Gut, also nochmal, die herausfordernden Energien für den Löwen bitte im Jahr 2021. Balance, ja, alles in Balance zu bringen. Und du warst extremst gechillt am Ende, ja, extremst gechillt und bereit für eine Beziehung. Genau das war's. Erkenntnis dafür, was wirklich wichtig ist und Erkenntnis dafür, was, worum es eigentlich geht, ja, worum es eigentlich geht. Sehr schön. Okay, was sind denn die fördernde Energien? Was sind die fördernde Energien für den Löwen im Jahr 2021? Beobachtungsposten. Du schaust hier auf diesem Bild gerade Richtung Mond. Und mag sein, dass es aus dem Erdischen genauso aussieht. Das, was ich aber eh wahrgenommen habe, dass du den Blick für das Erdische bekommst. Ja? Du wirst dich so weit erheben, dass du die Prozesse, die hier unten passieren, viel besser verstehen wirst. Ja? Und nachdenken, das ist eine, ja, da wird einfach viel passieren. Ja? Da wird einfach viel passieren, weil du dir über sehr vieles Gedanken machen wirst, was im Außen dich zehrt, aber eigentlich vollkommen keine Bedeutung hat. In den meisten Fällen zumindest. Okay. So, dann gehen wir in die Geschichte rein. Genau. Also das ist die Suche nach einem Seelenpartner, ja? Die Suche nach dem Seelenpartner, nach jemand, der wirklich zu mir passt. Und du wirst ihn finden, das kann ich dir jetzt schon garantieren, denn genau das habe ich gesehen. Da war jemand, der genauso war wie du. Ja? Und du bist vollkommen verändert bei dieser Person angekommen. Und ihr wart beide als getrennte Wesen und trotzdem, man wusste ganz genau, dass ihr zugehörig seid. Ja? Also letztendlich sehr ähnlich wie das Bild hier, in dem zwei Kinder nebeneinander spielen, trotzdem wissen sie, dass sie zueinander gehören, ja. Kann natürlich auch eine Zwillingsseele sein, aber das ist vollkommen egal. Ja, absolute innere Ruhe, absolute Befreiung von allen Ketten, die du dir möglicherweise selbst angesetzt hast oder dir von außen eingesetzt wurden. Du befreist dich von vielen Sachen, die dich in niedrigen Energien halten, die dich in niedrige Schwingung halten, von Süchten. Das kann auch Egosucht sein, ja, dieses gelten wollen. Also es ist etwas, was dich befreit, ja, das dich absolut befreit. Hola, die Waldfee, okay.
Beobachtungsposten. Wow, geile Energien. Beobachtungsposten, die Neun der Münzen und die Königin der Stäbe, Karte. Du wirst komplett neu geboren. Du wirst durch diesen Blick von oben, durch dieses Verständnis für das, als was wir gekommen sind, wer wir wirklich sind und was wir hier auf der Erde eigentlich zu tun haben, wirst du komplett neu auf die Erde kommen, neu, du wirst durch das Tor der Erleuchtung wirklich durchgehen und plötzlich wirst du endlich wissen, was du willst, ja? Nachdenken, Entscheidungen treffen, Justice, Entscheidungen, Entscheidungen, Handeln, Handlung. Abschneidung von Energien, die dich blockieren, die dich nicht vorankommen lassen, die dich eben hier unten blockieren, ja, für das Wachstum, ja. Okay, welche Geschichte haben wir denn ja im 2021 für den Löwen? Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass ich eine männliche Energie aufgeschnappt habe und das bestätigt sich hier auch. Diese Königin der Münzen, diese Königin der Stäbe, die ich vorhin gesehen habe, was bei den Neuen der Münzen, da hatte ich schon das Gefühl gehabt, ich wollte es aber noch nicht so ins Bild bringen. Die Sache ist die, hier wirst du neu geboren in weiche Energie. Ja, König der Stäbe kann auch ein, also das bist du ja, das ist ja total du, ja. Aber du suchst eben nach jemanden, der genauso ist wie du, und das ist die Königin der Stäbe, das ist dein Part. Aber um diese Person zu erreichen, musst du erstmal neu geboren werden und eine deutlich weichere Energie. Ja, und König der Stäbe kann verschiedene, also wie jedes Sternzeichen und jede Karte hier hat ihre Sonnen- und Schattenseiten und ich habe das Gefühl, dass du, natürlich jeder trägt in sich beiden, mal mehr, mal weniger ausgeprägt, aber letztendlich geht es darum, dass du die Schattenseiten abwirfst dieses Jahr. Ja, Befreiung aus den Ketten, Verweichung, Befreiung, also kompletter Neubeginn, Neugeburt, ja. Und dann wirst du sehen, welche Früchte du tragen wirst, okay? Genau. Also da werden sehr, sehr viele erkenntnisreiche Momente werden, die dir aufzeigen, was dich nicht vorankommen lässt, ja? Warum es bis dato irgendwie noch nicht so ganz funktioniert hat, ja? Und deine Seele schreit danach, dass du diesen Prozess durchgehst, damit du auch deinen Seelenpartner findest, ja? Und wenn du schon einen hast, über den du gerade schimpfst, ja, dann ist es vielleicht zwei Hoffnungen. Die eine ist es, dass ihr endlich zueinander findet. Oder aber, dass ein neuer dir über den Weg läuft. Wir haben viele Seelenpartner. Ja, es ist nicht so, dass es nur der eine einzige ist. Ja. Also ich hatte mit Sicherheit schon drei oder vier. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein karmischer waren. Ja, einer mit Sicherheit, aber die restliche, das waren einfach Partnerschaften, wo wir trotzdem eine Aufgabe hatten und nachdem die Aufgabe erfüllt worden ist, und das haben wir ja auch gemacht, dann haben sich die Wege getrennt. Genau. Manchmal durch Tod, manchmal durch das Leben selbst. Ja. Befreiung. Ein kompletter Neubeginn, ein Cut. Ja, es geht um diese Kreise, in denen du dich drehst, in denen irgendwie nichts vorangeht. Ja, das sollte beendet werden. Es sollte endlich Früchte tragen. Ja,
die Wege, die du gehst, das Leben, das du aufbaust, die Tätigkeiten, die du tust, die Hoffnungen, die du hast, die sollten endlich alle Früchte tragen. Und dafür aber muss etwas sterben, damit etwas Neues geboren wird. Und diese Bereitschaft bringst du hier mit. Du siehst ja hier mit 10 der Schwerter, es ist ein absolutes Ende eines Zykluses mit großen Erkenntnissen. Ja? Genau. Du wünschst dir jemanden oder hast du schon jemanden, der ein Geschenk für dich ist. Und zwar mit einer sehr, sehr tiefen Verbindung, mit einer sehr besonderen Verbindung, der Wunsch nach einem Seelenpartner, der Wunsch nach dieser weichen Verbindung, die einfach nur als Geschenk empfunden wird. Ich sehe diese Beziehung hier als eine, die Partnerschaft der neuen Zeit, über die ich recht viel in der Vergangenheit gesprochen habe. Ich sehe hier eine Partnerschaft, wo es nicht darum geht, sich zu zeigen, zu präsentieren, zu gelten, zu manifestieren. Was ich hier vor allem wahrnehme, ist eine Beziehung, die in der eben niemand um seine Position kämpft. Niemand versucht jemanden irgendwas zu beweisen. Niemand. Es ist so tief und so unerdisch, ja, dass es. Ich glaube, jeder wird sich so eine Beziehung wünschen. Verstehe, was ich meine? Sehr schön. Ja, und jetzt geht es um dich. Um was geht es, wenn es um dich selbst geht? Siehst du, und das ist diese Veränderung im Sinne von, ich bin ein Seelenpartner, ich bin eine alte Seele und ich trage so viel in mir, so viel von der Reife, mit der ich hierher gekommen bin. Und ich glaube, dass du dieses Jahr sich sehr viel mit diesem Thema auseinandersetzen wirst, warum du da bist. Was ist das Ziel? Ja, das wird diese Veränderung hier, die hier stattfinden wird, indem du siehst du, du wirst dich hier auf ein Storchnest erheben und diesen meistens recht oben. Und das war dieses höhere Ich, was ich ja wahrgenommen habe, wo es sehr hell war. Ja, du wirst es, glaube ich, einfach mal für dich erkennen, was für ein wahnsinniges inneres höheres Ich du in dir trägst und dass du dieses Gelten in dem irdischen Leben gar nicht brauchst. Okay? Wir versuchen meistens eine Bühne zu suchen. Es ist nicht immer so, aber häufig, ja. Weil wir denken, dass wir diesen Ruhm benötigen, um uns etwas aufzuwerten. Und du wirst dieses Erkenntnis bekommen, dass du dich gar nicht mehr aufwerten musst, weil du so wahnsinnig fantastisch bist. Okay? Und damit wird sich so vieles verändern. Du siehst ja, du verlässt auch diese, sobald du diese Erkenntnis hast, verlässt du auch diesen Bereich ganz neu, ganz verändert, ganz neuartig. Ja? Gut. Nur noch zur Info, hier haben wir den Anker. Das ist, du wirst dich ganz woanders verankern. Du wirst ganz andere Schwere plötzlich bekommen. Du wirst diese Erkenntnis für dich bekommen, wie wichtig du bist, dass du überhaupt für jemanden, dass du da oben einen Platz hast, dass es für dich da oben eine Aufgabe gibt, mit der du hierher gekommen bist. Weißt du, das ist diese Erkenntnis,
Die da oben kennen dich, sie wissen, wer du bist und dass du fantastisch bist. Und deswegen bist du hier auch unten, um genau diesen Aufgaben nachzugehen. Und dieses Gefühl, dass sie da oben über dich Bescheid wissen, ist so geil, ja. Und damit wirst du einen ganz neuen, ja, neue Position erlangen. Aber in dir selbst, ja, es geht nicht darum, wie dich die Menschen sehen, es geht nur darum, wie du dich selbst siehst. So, und plötzlich, nach dieser Erkenntnis, wirst du dich mit diesen Themen auseinandersetzen, und zwar mit den Themen der möglichen Süchte, möglichen Ketten, die du dir selber oder andere Personen oder Umständen dir aufgeworfen haben, die dich von diesen himmlischen, von diesen Gottesplänen, von diesen geistigen Wesen und geistige Welt komplett zurückhalten und dass du dadurch komplett vereinsamst. Ja? Vor allem jetzt in diesem schwierigen Jahr 2020 und 2021 wird es wahrscheinlich auch nicht besser, dass diese Situation hier, diese Süchte, die du in dir hattest, die ja möglicherweise gar nicht bewusst waren, mehr ins Fokus geraten, weil du sie nicht ausleben kannst. Ja? Und durch diese Erkenntnisse hier wirst du plötzlich merken, dass du dich davon befreien musst, weil du das gar nicht nötig hast. Hast dich einfach nur verirrt, aber das ist nichts Schlimmes, ja? So. Und sobald dies geschehen ist, ja, wirst du merken, dass du komplett neu durchstarten kannst. Ich habe hier den Neubeginn, ich habe hier das Kind mit einem Neubeginn. Aber ich meine jetzt hier bei diesem, nicht diesen Neubeginn. Hier ist ein Befreiungsschlag. Ja, das ist ein Befreiungsschlag. Und unter diesem Motto steht das komplette Jahr für dich. Hier haben wir eine Fähigkeit, deinen Schöpferkräfte auszuleben. Das, was du davor nicht hattest, weil du so niedrig geschwungen bist, dass du alles, was du gesät hast, nicht ernten konntest. Und hier wirst du plötzlich merken, mit welchen Schöpferkräften du ausgestattet bist und dass alles, alles, dein komplettes Leben eigentlich genau in deinen Händen liegt. Und dass du wie ein kleines Kind quasi in deine Fantasie, durch deine Taten quasi dir dein Burg selber erstellen kannst und nicht so, dass der Burg quasi für dich gesetzt wurde, um dich zu isolieren, ja, sondern dass du dir selber deinen Palast bauen kannst. Okay, das ist scheinbar deine Aufgabe hier. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen Platz machen, damit ihr auch alles seht. Gut. Seht ihr alles? Ja. Ja, um Liebe zu ernten, muss man erstmal Liebe geben. Ja? Und zwar diese wahre Liebe. Und um das zu erreichen, musst du aber erstmal da, wo du bis dato verankert bist, quasi verlassen, um sich zu ganz neuen Gewässern rausbewegen, um danach zu suchen. Und da machst du dich auf den Weg, befreit, lässt alles zurück, ja, dein altes Ich lässt du komplett zurück, machst du dich auf den Weg, um die wahre Liebe zu ernten, ja, diese göttliche Liebe, diese Seelenpartnerliebe, ja. Der Herrscher, ich habe dir gesagt, das verspüre ich als diese Partnerschaft der neuen
der neuen Welt, der neuen Zeit. Und diese Partnerschaft ist weich, diese Partnerschaft ist wunderschön, die ist komplett ego-befreit. Ja? Und mit dem Herrscher sehe ich aber hier deine alte Energie noch. Ja? Das ist natürlich für mich, ja, es ist eine Widderkarte, aber es ist für mich auch die ähnliche Energie des Feuerzeichens. Ja? Und der Hierophant sagt, um das zu ernten, was du ja möchtest, musst du erstmal das noch ablegen. Und das ist dieser Prozess, der hier eben im Gang kommt. Okay? Sobald du dein höheres Ich erreicht hast, die Verbindung zu deinem höheres Ich wieder hergestellt hast, ja, wirst du merken, dass du in diese Energie komplett blind warst für einige Geschichten, die dazu geführt haben, dass du nicht ernten konntest, dass du zu niedrig geschwingt hast, dass du isoliert wurdest. Und dass es möglicherweise auch zu Bruch von vielen Sachen gekommen ist. Okay? Und dass es einfach nur mal falsch war und eine Art Selbstbetrug an dir selbst war, dass du immer gedacht hast, dass du mit dieser Art und Weise, wie du vorgehst, Ziele erreichen kannst. Okay? Hier erreichst du eine ganz komplett andere Energie, komplett. Sehr schön. Schauen wir nochmal, ob wir noch ein bisschen runtergehen müssen. Ja, schau mal, wie konträr diese Geschichte hier ist. Ja? Ich versuche mal die Teufelskarte im Rider-Waite zu finden, damit ich dir etwas zeigen kann, falls du nicht so gut mit den Tarotkarten noch unterwegs bist, dann möchte ich dich noch auf etwas hinweisen. Und natürlich ist die Karte irgendwo komplett am Ende, nie da, wo man sie braucht. Na komm. Da, genau. Schau mal. Das ist eigentlich die gleiche Karte, ja? Das ist eigentlich die gleiche Karte und das sind zwei sehr ähnliche Karten und die eine ist göttlich geführtes Paar und das ist toxisch, das ist Suchtverhalten, das sind zwei Leute, die angekettet sind, die triebgesteuert agieren, ja? Die ja irgendwo die teuflische Energie in sich tragen, wobei das nicht mit keine Besessung zu tun hat, sondern einfach mit niedrig schwingenden Energien. Ja, so. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte: Du willst eigentlich das erreichen und das resultiert aus dem. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Bist aber hier isoliert und unmöglich, dieses zu erreichen. Deswegen musst du dich von dieser Energie trennen. Okay? Und um sich davon zu trennen, brauchst du erstmal Zeit und Geduld. Da passiert nichts über Nacht, ja? Denn das hängt mit ganz vielen Überzeugungen, Glaubenssätzen. Das ist auch deine, wie soll ich sagen, das ist auch deine Art, das ist ja teilweise auch eine Art Eigenschaft von Löwen, die einfach nur mal die Bühne brauchen, ja? Aber das ist ego gesteuert. Du kannst ja genauso, also Bühne zu benötigen oder Bühne zu, auf der Bühne sich wohl zu fühlen, an sich ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn die Intention dahinter korrekt ist. Ja? Das heißt, wenn du die Bühne brauchst oder für dich nutzt, um zum Beispiel Menschen, so wie ich, sage ich mal, ja, ich nutze auch die Bühne YouTube, ja, um Menschen zu verhelfen, ihre eigene Verhaltensweise zu verstehen und ja, so ein bisschen in Zukunft zu schauen.
Also ich setze meine Gaben hier auf die Bühne, um euch zu verhelfen, nächsten Schritte zu tun. Wenn ich das jetzt nicht, also wenn die Motivation korrekt ist, dann ist das, was du tust, eigentlich okay. Wenn du das aber tust, um dein Ego zu streicheln, also rein für das Ego, damit man dich sieht, damit man dich bewundert und so weiter, dann wirst du früher oder später in ein Riesenloch verfallen, wenn die Bühne dir gestohlen wird. Und ich glaube, dass genau das passiert jetzt hier. Und du wirst verstehen, dass man Menschen nicht als eigene Bewunderer benötigt, also sie ankettet, also quasi, dass du möglicherweise die Menschen auch an sich angekettet hast, sondern es geht darum, sich auf Augen- und Herzenshöhe zu ja, sich zu treffen, sich zu sehen, sich wahrzunehmen. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Und dass der Austausch auch eben von Herz zu Herz stattfindet und nicht vom, ich weiß nicht, übertreibe hier total, aber damit das halt so sichtbar ist, keine Ahnung, schau dir mal mein Auto an oder ich weiß nicht, so billige Geschichte, ja, wo man sich dann über jemanden positionieren möchte. Und es geht ja darum, dass man eben feststellt, wir sind alle gleich, wir sind alles Schöpfer Gottes und wir sollten uns alle auch genauso sehen. Ja, es gibt niemanden, der besser ist oder schlechter ist, sondern wir werden mit einer bestimmten Aufgabe auf die Erde geschickt und deswegen brauchen wir bestimmte Konditionierung auch, in der wir aufwachsen, aber das hast du dir alles selber ausgesucht am Anfang, um eine bestimmte Aufgabe, Lernaufgabe für die Seele durchzustehen hier. Ja? Und das hat jemand anders, eine andere Aufgabe, aber das heißt jetzt nicht, dass ihr besser oder schlechter seid, sondern das heißt nur, dass jeder andere Aufgabe da hat und dann hört diese Bewertung auf. Ja? Du sehnst dich sehr nach Liebe, nach jemandem, der so tickt wie du, aber dir ist bewusst, dass das nur möglich ist, wenn du dieses alte Verhalten zurücklässt, sich trennst davon. Schritt für Schritt wirst du dich Richtung neue Welt aufzubauen bewegen, sehr stark an die göttliche Führung angekoppelt. Schau mal, wir haben hier das Kreuz, hier den Hierophanten, also sehr spirituelles Jahr für dich, lieber Löwe, sehr spirituelles Jahr. So habe ich das auch genauso wahrgenommen in dem Channeling, was ich gemacht habe. Und du wirst die wahren Werte des Lebens für sich erkennen. Okay? So, jetzt fragst du, okay, und wo ist mein Gegenüber? Der kommt danach. Und das ist jetzt sehr interessant. Tatsächlich ist es so, das ist jetzt mein, keine Ahnung, fünftes, sechstes Reading, dass die Geschichte irgendwie nicht komplett ist. Sie komplettiert sich erst. Das Happy End wird hier nie gezeigt. Ja, bis dato ist es so, das Happy End wird erst in den monatlichen Legungen gezeigt. Aber das ist dein Wachstumsprozess. Das ist es, um was es geht. Ja, in der Liebe, Erkenntnisse für das, was wirklich wichtig ist und ganz neue Umbewertung bei dir in deinem Inneren. So, jetzt schauen wir nochmal, was die Engelskarten sagen. Ja, Erneuerung, komplette Erneuerung. Und es ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich nach Liebe umzuschauen, solange das nicht passiert ist. Okay? So, mein lieber Löwe, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich auch natürlich, wenn das bei dir auch so klappt. Brauchst du da eine Unterstützung oder so, kannst du dich natürlich gerne bei mir im Laufe des Jahres melden, wenn es schwierig sein sollte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieser Teil hier kompliziert sein könnte. Ich meine, das ist ja eine komplette Neugeburt, die du hier erlebst. Und falls du da im Laufe des Jahres natürlich Unterstützung brauchst, kannst du dich immer bei mir anklopfen. Ich werde mich jetzt der Legung Monat für Monat anschauen und wir werden dann mal uns anschauen, wie sich das Ganze dann herausstellt und vor allem, wann bist du denn fertig mit dieser
tatsächliche Umwandlung, ja? Umwandlung zu einem sehr hochentwickelten Wesen, sehr angebundenen Wesen mit enormem Wissen. Und so wie der Löwe ist, der hat den Blick von oben über sein Reich und den wirst du tatsächlich bekommen mit meinem extrem spirituellen Hintergrund. Okay? Ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen und ansonsten bis dahin. Tschüss!